Das ist das 10 von 10 Beispiel. Und mach Livestream mit Madison Beer. Madison oder Corinna? Schwierig, Bro. Boah, da stellst du mir echt eine verdammt schwierige Frage. Digga, du musst halt überlegen, ne? Ich guck halt auch immer so. Madison Beard, okay. Ich guck halt auch immer so hier die Vlogs von David, ne? What is it? What? Und dann sehe ich halt, ist halt hier so Madison, Digga. He's gonna give it away. Digga, guck dir Madison an, Digga. Guck dir Corinna auch an. Junge, Madison ist halt wirklich. Ich will jetzt hier nicht so. Oh, guck dich mal hier an. Nabil is cute. Yeah, you're cute. Would you be interested in being. Digga, was? Ja, stimmt, wir können uns das ASMR-Video jetzt von dir angucken. Danke, Mietin, für den Tipp. Ey, Digga, die. Oh. Oh. Madison Beer ASMR, Digga. Also das ist wirklich verliebt, Digga. Da muss ich diesen Monte-Spruch einfach raushauen, Digga. Hello everyone. This is Madison Beer. I can't. Digga, also wenn ihr fragt, wie muss eine Frau aussehen, die ich nice finde, das ist das 10 von 10 Beispiel. And can I talk really softly? I think I can. I'm gonna do ASMR for you guys. My voice is really deep, sorry. I'm really excited about this because I watch these videos on Instagram. Hopefully, I don't cut myself. Don't cut yourself. This one's not as satisfying as the Instagram ones. It's a really. What? How do you? They do it with their thumbs on Instagram. I don't want to cut yourself. No. Cut it on the table. That's gonna be the worst. Schreib mir mal auf Insta. Ja, mein Bro, die wird safe zurückschreiben, wenn die mich Missgeburt sieht, Digga. Dachte, du stehst auf blond, aber Digga, keine Blonde kann ich hier überzeugen, Digga. Guck sie dir einfach nur an. Guck sie dir an, wie sie aussieht, Digga. So not satisfying at all. Ja, Sascha, schreib ihr echt mal Real Talk. Sascha, die wird nicht zurückschreiben. Das funktioniert bei denen nicht, Digga. Guck mal, ich bin für die irgend so ein random Fanboy, der dann hinkommt und in die DMs slidet, Digga. Die denkt sich so, guck dir den Spaß an, Digga. Scheiß auf ihn, Digga. Nee, das wird nicht funktionieren. Ich mach mich dann nur zum Lackaffen. What the f*** was he doing with this shit? Okay, that one was not so successful. And now it smells like soap everywhere. Now I'm gonna cut a bath bomb. Can they see the table? Ugh. How are you supposed to do this? Oh. Okay. Oh. I kind of like this. Also, man kann jetzt sagen, was man will, sieht echt gut aus, aber die kann einfach keine ASMR-Videos machen. Wait, hold on. No, that's not fine. I'm gonna get like a. Ron hat die safe schon angemacht. Ah, Sascha, Ron hat aber auch jeder angemacht, Digga. You know what? I take too many baths to ruin this bath bomb. This is hurting me. Genau. That's what people do. They go like this. I'm gonna cut myself. I'm too dumb for that. I just freaked out. Wenn ihr essen geht, muss aber sie bezahlen. Ja, sie, Pedro. Ne, ich würde Kredit aufnehmen, damit ich mit dir essen gehen könnte, Digga. Sag ich dir. Schick ihr ein Foto von deinem E36. Ne, ich schicke ein Foto von meinem Fahrrad. Corinna ist viel geiler. Ja, Corinna ist mehr so diese kleine. Ihr wisst, was ich meine. Und Madison ist mehr so diese Traumfrau. Weißt du, was ich meine? Schick Foto vom Kontostand. Sascha, ich schwöre. Okay, I'm over that noise. Schreib ihr, was hast du zu verlieren, Real Talk? Ja, natürlich, was habe ich zu verlieren, klar, aber ich habe auch nichts zu gewinnen, Bro.
Guck mal, wenn sie mich so anlächeln würde, ich wäre instant verliebt, Digga. Ich wäre instant verliebt. I'm gonna dive into this Play-Doh. I wish I watched more ASMR to like be better at this. I think you're excellent. I've only seen like two Trisha Paytas ASMR videos. Ja, ihr versteht es nicht, Digga. Ihr versteht es alles nicht. Digga, die chillt mit Justin Bieber und so Sachen, Digga. Die chillt mit ganz krassen Leuten. Da kommt so ein Spaß wie ich an, Digga, der ein bisschen auf Twitch streamt, sitzt hier in einem gelben Half-Zip da, sieht aus wie eine scheiß Biene. Der Bastard seit 2 Monaten nicht mehr beim Friseur gewesen, Alter. Digga, die wird sich einfach nur... Okay, guck mal, wenn ich jetzt auf mein... Nehmen wir mal an, die würde es sogar sehen. Die würde auf mein Instagram-Profil draufgehen, Digga. Die würde das erste Bild sehen. So ein Keck, Digga, mit scheiß Frauenoberteil an. Dann geht die aufs nächste Bild, sieht verschimmeltes Brot, Digga. Dann geht die hier, sieht Mülltonnen-Typ. Ach, dann denkt die sich doch, scheiß drauf, Digga. Was will ich mit dem Spasten, Digga? Ach, kein Plan. Es wäre einfach zu nice, Digga, aber... I'm dumbass. These nails. Wait, people trace. They go like this. I can't even get it out. Is it my nails? Ugh, you failed me, Play-Doh. Also ganz ehrlich, sie ist extrem geil, aber das ist eines der schlechtesten ASMR-Videos, das ich jemals gesehen habe. That's what I just struggled to, for 10 minutes to get out. Genau. No, es war, ganz kurz, es war auf einer Skala von 1 bis 10, was ist die für, von, was ist die für euch? Genau. Oh yeah, baby. Oh, Digga, überlegt euch mal eines Tages, überleg dich mal, ich sitze hier und mach Livestream mit Madison Beer. Oh, shit. Digga, ich hätte Twitch durchgespielt mit Bonuslevel, Digga. Oh, shit. Guys, oh, shit, Digga. Alter, Luca, der Geier, direkt in dem Chat nichts dagegen schreibt, der Hund, Digga, nur mal damit er hochladen kann. Ja, Alter, die ganzen Geier sind hier am Start. 100k plus Viewer. Meint ihr, man hätte über 100k Zuschauer, wenn man mit Madison Beer einen Livestream machen würde? Digga, es wäre einfach zu wild, ne? Es wäre zu wild. Oh Mann, ey. Oh, Digga, es ist einfach... Digga, Madison wäre einfach zu goddamn motherfucking wild, bruv. Aber dann überlegt euch mal. Dann überlegt euch mal noch. Stell dir mal vor, das würde wirklich passieren, okay? Stell dir vor, die würde wirklich herkommen. Und ich würde mit der hier sitzen und Livestream, okay? Digga, ich wäre dieses andere aufgeregt. Alter, ciao, wäre ich aufgeregt. Digga, ich wäre wirklich so fucking aufgeregt. Alter, das wäre richtig unangenehm. Das wäre richtig unangenehm. Danach safe Schulden weg. Dein Englisch. Ey, ich würde mich so anstrengen. Hello, this is such a nice... Egal. Egal. Nothing at all. It's like... Oh, I cut the table. Oh, die isst noch was. Going in for another one. Oh my god. Oh yeah, baby. It's the perfect sound effect. It's so good. Yo, y'all have to not edit this. This is so funny as it is. No, wait, Dad, listen. You gotta hear it. It's like I could be my ringtone. It sounds so good. Ready? Right. Digga, so hübsche Frauen gibt's in Deutschland nicht. Fingernägel sehr abtörnend. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ready? Oh, aber damit kann die übelst gut kraulen. Überleg dir mal, die krault hier damit den Rücken, Digga. Ja, Digga. Scheiße, Mann.
Ja, Jungs, Mann. Egal, man darf auch noch Träume haben, Digga. Man darf noch Träume haben. Ah ja, genau, übrigens, die Jungs von Geteilte Träume. Ach du heilige Scheiße. Wir wollten das. Ich habe mir das Video gerade nicht wirklich bis zum Schluss gegeben, oder? Ihnen noch ein Intro mache. Wenn ich den Kanal jetzt noch abonniere und das Video like, dann ist mein Leben komplett over. Bis da. She says that she loves me. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money. She